Hallo liebe YouTuber, es ist das erste Mal, dass ich so etwas sage, ohne dies in einer Let's Play zu tun. Ganz einfach deswegen, weil ich einfach mal etwas abseits des üblichen Let's Play-Gedöns machen wollte. Ich habe euch ja schon so oft Sachen gesagt, die ich nicht mag, die ich nicht leiden kann, die ich scheiße finde in Let's Plays und so. Deswegen mache ich einfach heute mal das Gegenteil und zeige euch Sachen, die ich mag. Genauer gesagt Kanäle, die ich mag. Kanäle, die es verdient haben, einfach mal mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Und Moment mal. Werbung ist ja hier schon genug auf YouTube, das muss ja jetzt hier nicht auch nochmal passieren. Naja, und die Werbung, die ich hier mache, ist ausschließlich für Kanäle gedacht und nicht für Intel-Laptop-Werbung, die YouTube eh schon genug Geld in den Rachen schmeißt, um hier auf der YouTube-Startseite aufzutauchen. Ja, von der Struktur her soll es so sein. Ich hatte vor, immer 5 Kanäle zu zeigen, wovon einer eher mein Metier liegt, also ein reiner oder ein mischerbiger Let's-Play-Kanal, je nachdem. Ist auch egal. Ja, ich habe tatsächlich vor, nämlich öfters mal solche Videos zu machen, was aber deutlich hohe Abstände haben kann, weil ihr wisst ja, gute Kanäle findet man nicht jeden Tag, nein, man findet sie alle Jubeljahre mal. Außerdem sei gesagt, dass ich keinen fremden Content zeigen werde, jetzt innerhalb dieses Videos von den anderen Kanälen. Ja, ihr sollt einfach selber auf die Kanäle gehen und euch den Content anschauen. Und wenn ich das machen würde, würde ich ja dann eh nur das, was schon vorhanden ist, zeigen. Wird auch nicht gut sein. So, das war's soweit von der Erklärung. Ich habe auch schon lange genug mit dem Mauszeiger gestikuliert, beziehungsweise am Video rumgeschnitten, weil sich die YouTube-Startseite ständig verändert. Ja, also kommen wir zum Wesentlichen, dem Herzstück dieses Videos. Die total empfehlenswerten Kanäle. Bekanntlich ist ja alles, was Spaß macht, Sünde. Und sollte man tatsächlich diesen Irrglauben verfallen sein, so könnte auch Parappas Kanal eine Sünde sein. Doch ich finde, das Stichwort sollte hier nicht Sünde, sondern Spaß sein. Nicht nur Spaß an sich, sondern vor allem auch eine große Fülle an Informationen über Spaß. The Parappa ist ein Kanal, der schon seit über 3 Jahren existiert. Seit dieser Zeit haben sich auch wirklich eine Menge Videos angesammelt. Und trotz dessen finde ich, dass wirklich jedes Video hervorragendster Qualität ist. Und man merkt auch wirklich sehr gut, wie sich der Macher weiterentwickelt hat. Also innerhalb dieser 3 Jahre. Wenn ihr 3, 4, 5 Leute meinen Ratschlag beherzigt und euch den Kanal anschaut, dann kann ich euch vor allem diese Videoreihe empfehlen, also die Passion Teil 1 bis 3. Ich kenne diesen Kanal auch schon erst seit knapp über einem Jahr, würde ich sagen. Und es war das erste Video, das ich mir angesehen habe. Und verdammt nochmal, es ist das Passendste. Es ist nicht umsonst hier jetzt empfohlen. Denn ich finde, dort bekommt man einen wirklich guten Einblick darüber, wie die Videos in dem Kanal gestaltet sind, aber auch vor allem so in die Psyche des Erstellers, also wie er jetzt ungefähr tickt, was er so davon hält, von dem Thema. Also ich bereue es nicht, das angesehen zu haben. Danach war ich direkt angefixt und habe mir viele andere Videos angesehen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass jedes Video an sich genommen ja sehr individuell ist, finde ich, und auf seine eigene Weise unterhaltsam, aber dennoch in Kategorien gesteckt werden, die eigentlich sehr gut passen. Also er erfindet neue Kategorien und tut auch viele alte Kategorien nach dem Endlos-Prinzip weiterführen. Ich scroll mal hier bis nach ganz unten, dann kann man es vielleicht gut sehen. Ich muss ja erstmal an dieser verkackte YouTube-Beschränkung vorbeikommen. Ja, anfangs hat das Ganze eigentlich mit dem Thema Retro-Gaming angefangen. Aber schon nach kurzer Zeit haben sich viele, viele neue Kategorien dazu gesellt. So auch wohl das berühmteste Format von ihm, die Filmkiste. Dort stellt er alte Trash-Filme der 80er Jahre vor. Okay, nicht nur alte Trash-Filme der 80er, sowas, glaube ich, anfangs gedacht, würde ich schon fast sagen. Später haben sich auch andere Genres hinzugegönnt, wie vielleicht gute historische Filme, die ich sogar sehr gut empfehlen kann, wie Im Westen nichts Neues, oder auch Anime-Sachen wie Dragon Ball Z Gaiden oder Sailor the Seven Balls. Noch eine ziemlich geile Idee und super geile Kategorie und vor allem, ich glaube, sogar auch wichtige Kategorie ist der Final Fantasy VII Erfahrungsbericht. Dadurch haben ihn auch viele gefunden, so wie ich das sehe. Bei dem Final Fantasy VII Erfahrungsbericht handelt es sich um eine Nacherzählung der FF7-Story in der Sicht des Spielers, also von Parappa selber, der das Video erstellt hat. Dabei handelt es sich allerdings um keine Let's Play, wie jetzt einige annehmen würden. Zu der Zeit waren, glaube ich, auch Let's Plays noch gar nicht so weit verbreitet. Also, wie gesagt, eine Nacherzählung aus der Sicht des Autors. Nicht des Autors von Final Fantasy, sondern von The Parappa selber, so wie er es gespielt hat. Also, er sucht sich einen Punkt aus, spielt bis zum anderen und bis dahin wird einfach alles erzählt, was da bis dahin passiert ist und vor allem wird auch oft die Meinung von ihm selber im Vordergrund gestellt. Also, es war eine ziemlich sehenswerte Sache. Ich habe selber Final Fantasy VII bis zum damaligen Zeitpunkt gar nicht, noch nie selber durchgespielt. Ja, und
das allein schon ist eine Sünde, würde ich fast sagen. Aber mir fiel es deutlich leichter, als ich viele der Szenen besser nachvollziehen konnte, als ich dann diesen Erfahrungsbericht gesehen habe. Ich habe mich zwar dadurch ziemlich gespoilert, andererseits kannte ich auch viele wichtige Schlüsselszenen, wenn ich das sage, spoilere ich jetzt auch, aber ich kannte halt viele wichtige Schlüsselszenen schon vorher. Und gerade das hat mich dann doch wirklich bis zum Ende motiviert, weiterzumachen. Wie so eine Art Spieleberater. Und gerade das kriegen so viele Videomacher gerade nicht hin, mich zu motivieren, wirklich ein Spiel durchzuspielen. Ansonsten gibt's ja noch die klassischen Kategorien wie ABC-Serie. Ist eine Art Namensspiel. Dort zeigt er Spiele, die immer mit den bestimmten Buchstaben anfangen, das zieht er jetzt bis Z durch und wahrscheinlich dann von 9 oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Und halt die Classic Reviews, wo halt sehr alte Spiele vorgestellt werden. Selbst nach den Maßstäben des Machers. Gothic 2 zum Beispiel ist ja sehr alt, aber ich finde nicht, dass es jetzt unbedingt in die Classic Review-Sparte reinfällt. Ansonsten gibt es echt immer wieder coole, überraschende Sachen, die er macht. Er macht auch Musikvideos oder Oldschool-Serien-Mitglied. Das ist eine Art Zusammenschnitt aus vielen alten Serien. Also ich würde sagen, der Kanal an sich ist Nostalgie pur. Man findet richtig viele tolle Sachen, von denen man lange nichts mehr gehört hat oder die einen vielleicht schon immer interessiert haben. Also ich kann einfach nur sagen, Top-Empfehlung. Und ja, es hat mich auch geprägt, manche Sachen selber zu machen. Let's Play Blast Corps kommt einzig allein von dieser Review, kann ich euch schon mal sagen. Und auch Jetpack habe ich nochmal durch Parappa gefunden. Ich habe zwar vorher schon mal gespielt, aber erst durch Parappa konnte ich mich nochmal ganz genau daran erinnern. Naja, und wie gesagt, dann gibt's noch viele weitere Kategorien wie Exkurse, wo viel hintergründlich Informationen mit einfließen, was ich sehr gut finde, und das Oblivion-Tagebuch, was weniger ein Fall für mich ist, aber sicherlich seine Zuschauer finden wird. Ich könnte noch ewig viel über diesen Kanal erzählen, aber ich will jetzt auch nicht von der Zeit, wo ich jemanden vorstelle, bevorteiligen oder benachteiligen, das ist eher Zufall, je nachdem, wie viel mir dazu einfällt. Also von mir gibt's 2 Daumen nach oben, perfekter Kanal, ich freue mich einfach noch auf das, was alles kommt, und ja, mach weiter so. Also wer sich jetzt auch nur ansatzweise von den Themen angesprochen fühlt, die er persönlich schätzt oder wie auch immer, sollte sich den Kanal einfach mal anschauen. Sind zwar ziemlich viele Videos mittlerweile, aber man kann sich die auch einteilen, ist sowieso am besten. Ich spreche jetzt auch nicht viele Leute an, weil ich selber mitkriege, Abonnentenzahlen habe, aber das ist gerade so eine Sache wie so Parappas Kanal, das muss einfach mal raus. Ich will einfach nur sagen, dass ich das wirklich begeistert bin von seinem Inhalt. Danke dafür, und ja, ich kann echt nur jedem sagen, schau einfach mal rein. Einen anderen Kanal, den ich auch sehr schätze und der eigentlich sich von den, also den ich hier vorstelle, erheblich unterscheidet, ist Brian Wake, ein amerikanischer Kanal, dessen Videos sich dann doch mehr durch die Masse statt die Klasse auszeichnet. Ja, das gibt es auch auf YouTube, finde ich. Es ist so eines dieser Kanäle, du guckst kurz auf YouTube, keiner hat mal wieder irgendwas Neues rausgebracht, denkst dir, ach shit, ey, was mache ich denn heute an diesen langweiligen Tagen? Dann siehst du, oh, Brian Wake hat 2, 3 neue Videos rausgebracht, die vielleicht gerade mal 10, 12, 9 Sekunden, hier sieht man es, Milkshake-Diät, die nicht sehr lange gehen, aber du dir einfach denkst, ja, ich kann einfach mal kurz reinschauen, mal lache ich gar nicht, aber die Videos sind alle absichtlich so schlecht produziert, dass sie schon wieder lustig sind. Typischer Trash halt, aber so auf die Anti-Witz-Humor-Schiene, ich kann es nicht genau deuten, aber ich empfinde die Videos so. Und gerade deswegen soll man sich's angucken. Ein Video kann ich euch sogar davon zeigen, weil ich glaube, man kann 2 Sekunden erübrigen, oder? Ja, 2 Sekunden Movie Review zu Thor, und jeder weiß jetzt, was man von dem Film halten kann, und super. Er macht auch Tutorial-Videos, wo er dilettantisch irgendwie zeigt, was man machen kann. Zum Beispiel How to Fold Money oder Top 10 Bathroom Items. Oh, eines meiner Lieblingsvideos von ihm, da muss ich wirklich lachen. Ah, ich sehe es nicht mehr, da wo der Film drauf ist. Wer hatte nicht dran gedacht, mal eine Liste von seinen 10 Lieblingsgegenständen in der Badewanne, im Badezimmer zu machen? Eigentlich sehenswert, lustige Sprüche. Dann hat er, glaube ich, noch am 1. April etwas gestartet, wo jeder dachte, Alter, der macht jetzt noch diese Diet, Man Attempts Diet Video. Das hat er dann wirklich 2, 3 Monate durchgezogen, bis er irgendwann rauskam, April, war nix, jetzt kommen wieder Normalvideos. Und bis dato habe ich mir eigentlich scheußlich an abgelacht.
Hier sieht man auch nochmal viele der Videos. Klar, viele Videos gehen eine Minute, da zeichnet er mal was total. Ich sag mal, alles ist dilettantisch, richtig schlecht gemacht, aber gerade deswegen liebe ich es. Oder hier Hotdog Questions oder Shotgun Questions. Dann geht's einmal um, ja, Hotdog Questions ist so eine Sache, da geht es um Fragen allerlei über Hotdogs und die werden so in einer Art Anti-Witz-Schiene vorgestellt. Oder ob Bing the Law, er zeigt Videos, wo er das Gesetz einhält. Ist das nicht spannend? So macht Nut. Ja, ist jedenfalls nicht jedermanns Humor, denke ich mal. Werden auch die wenigsten mögen, glaube ich. Aber ich finde, es muss einfach mal gezeigt werden. Also mein persönlicher Geheimtipp ist Brian Wake. So, der anschließende Kanal wird um einiges düsterer, wie man wohl schon sehen kann. Und zwar Prinzessin Giftnudel. Prinzessin Giftnudel ist eine Autorin für Horrorhörspiele mit selbstkomponierter Klaviermusik, soweit ich das richtig gehört habe. Und dort werden sehr viele Einflüsse, also Audio-Einflüsse, dort wird oft die Stimme verzerrt, dort werden viele Geräusche eingespielt, mit Widerhall gearbeitet. Ist alles schon ziemlich professionell gemacht, kann man sagen. Und gerade diese Professionalität sorgt auch dafür, dass einige Geschichten auch echt schaurig wirken, wegen den Effekten. Was so die Zielgruppe ist, kann ich meistens nicht genau sagen. Ich sage jetzt einfach mal alle. Viele Geschichten sind aber so konzipiert, dass man sich einfach erschrecken soll. Deswegen kann man es gut Kindern vorspielen, wenn man halt Lust hat, denen irgendwie eine gute Gruselgeschichte zu suchen oder so. Andererseits sind die Texte auch sehr nachdenklich und inhaltlich kann man dort auch um einiges drüber grübeln, wenn man doch möchte. Die Geschichten selber behandeln so meist das Thema einer, oder sind so meist konzipiert, dass sie auf eine alleinstehende Person zurückgreifen, also die vielleicht anders ist, individuell vom Leben gestraft und daraus den Schlussstrich zieht. Was dann nicht so gut ist, dass dann oft die Pointe ist, ja, irgendwann kommt er vielleicht dann zu dir nach Haus. Deswegen ist das vielleicht so ein Grund, warum Kinder da auch Angst kriegen könnten. Und es deswegen vielleicht gerade für die ja, gut zum Vorspielen ist. Gerade so die Art, wie die Videos gemacht sind, sprechen mich eigentlich ziemlich an und deswegen finde ich sehenswert. Aber auch so die Themenwahl ist oftmals, ist viel Tod dabei, auch viel, was jetzt vielleicht nur so zum Erschrecken ist gerade. Aber auch so Themen wie Amoklauf oder Suizid, die Angst vom Verlassenwerden und so, das spielt alles so eine Rolle während der Videos. Also auch ein paar tiefgreifendere Themen, auch so Parallelen zu so einer möglichen Apokalypse. Also ich finde gerade, das sind so Videos, so Themen, da könnte man ruhig mal mehr dieser Geschichten hören, die gleichzeitig zwar zum Gruseln sein sollen, aber auch irgendwie gesellschaftskritische Anleihen haben und viel auf das Zwischenmenschliche eingehen. Gerade deswegen ist das für mich eine klare Empfehlung für den Kanal. Ja, viele werden sich jetzt denken, warum erzähle ich das Ganze denn, wenn ich sie jetzt auch noch nicht mal abonniert habe? Ich gucke viele Kanäle, ohne sie zu abonnieren, muss ich gerade sagen. Und während ich dieses Video drehe, kann ich das auch einfach jetzt mal so machen. Das ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, warum ich jetzt darauf hinweise und nicht abonnierte. Ich habe es auch nicht gerade erst gefunden. Nein, es liegt einfach nur daran, dass ich möglichst meine Abonnements klein halten soll. Aber wenn ich gerade mal so eine Empfehlung mache, dann mache ich es auch gerade mal stellvertretend hierfür. Also ich abonniere dich. Da fällt mir auch gerade was ein, was vielleicht auch nicht so gut ist. Und zwar kann man kein Feedback auf diesen Kanal abgeben. Also weder in den Videos, dort sind alle Kommentare deaktiviert, noch auf dem Kanal, wie man sehen kann. Noch nicht mal Daumen nach oben, nach unten geht. Es gibt auch hier einen Blog, wo man vielleicht einiges nochmal erfahren kann oder so. Ist nur ein kleiner, kurzer Blog. Aber so besonders ist das jetzt auch nicht. Ich finde das ein wenig schade, weil es lässt sich, wie gesagt, kein Feedback geben, weder Kritik noch sonst was. Natürlich kommt dadurch ein sehr gruseliges Feeling rüber. Also ein bisschen die Melancholie, ein bisschen Einsamkeit. Ich finde es eigentlich sehr schön gemacht so. Andererseits wäre ein Gästebuch auf dem Blog oder so nicht schlecht, wenn man mal kurz seine Meinung widerspiegeln könnte. Ist jetzt auch nichts Kritisches. Stand ja auch auf dem Blog, dass sie halt gern allein ist und nicht viel von Meinung anderer hält. Was vielleicht jetzt deswegen nochmal diesen Eindruck bekräftigt, aber vielleicht liegt es auch nur aus den eben genannten Gründen. Finde ich jedenfalls sehr schade. Man will manchmal einfach seinen Senf zu etwas dazugeben, wenn man es möchte. Aber ja, das tue ich ja gerade. Und auch das ist ein Grund, warum ich dieses Video hier mache, weil dann kann man einfach mal zu Leuten, denen man es anders nicht machen kann, einfach mal so sein Feedback geben. Also ganz klar, eine weitere Empfehlung von mir. Prinzessin Giftnudel.
Ja, und ein weiterer empfehlenswerter Kanal ist Julians Hateblog. Man spricht ja geläufig von mir oder bekannt von mir lieber über schlechte Dinge als über gute Dinge. Und gerade das wird in Julians Hateblog total perfektioniert. Das, was Comedians schon seit Jahren tun, aber das im gemäßigten Maße, wird hier einfach frei und unbändigend einfach mal zu Wort gebracht. Und gerade deswegen hat der Macher dieser Seite, dieses Kanals, schon oft Probleme mit YouTube gehabt, weil sie ihn einfach ständig zensieren, weil er ständig Sachen sagt, die irgendwelchen Typen nicht gefällt, die dort drauf kommen. Und gerade das ist das Problem, warum so ein Kanal auf YouTube niemals Konsistenz hat. Und gerade ist das deswegen für mich ein Novum. Und zwar ein Novum deswegen, weil ich einfach noch nichts Vergleichbares gefunden habe, was wohl daran liegt, dass YouTube auch niemals so etwas annehmen würde. Ganz ehrlich, ich werbe zwar für den Kanal hier, andererseits ist das viel Interessante doch seine Website. Und zwar dient YouTube jetzt nur dazu, um für die neuesten Videos zu werben. Also man macht ein Abonnement auf YouTube, aber im Grunde geht man eben auf die Website, weil auf der Website sieht man dann die Videos in voller Länge. Denn ich habe ja schon gesagt, dass er ziemlich krass die Videos macht. So krass, dass YouTube niemals das tolerieren würde. Was natürlich total scheiße ist, weil ich finde, Humor sollte man frei entfalten lassen, wie man will, ohne Zensur. Und gerade dann schlägt er am meisten zu, weil Satire ist einfach nicht lustig, wenn sie ohne Zahn ist, wenn man sich zurückhält. Und gerade das macht die Videos so total sehenswert. Alles führt jetzt eigentlich mittlerweile genau auf diese eine Seite. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Seite anklicken soll. Denn wenn man die Seite anklickt, läuft Limp Bizkit Musik am Anfang. Ich probiere es einfach mal. Wenn sie läuft, dann schneide ich es irgendwie nachher raus. Einen Moment. Gut, dann habe ich nochmal Glück gehabt und habe auf Weiter gedrückt. Ja, die Seite ist ab 18. Allerdings, die Oberfläche ist nicht gerade... Oh ja, okay, das übersehen wir erstmal. An sich ist die Oberfläche jetzt nicht wirklich ab 18 aufgebaut. Nur der Inhalt der letzten zwei Videos ist ziemlich ab 18, würde ich sagen. Den Rest kann man sich so anhören. Enthält halt ziemlich heftige Sprüche, aber sonst... normalerweise wird da jetzt Limp Bizkit Musik laufen und hätte ich Angst wegen rechtlich geschützt, ja, das ist ein Beweis schon wieder dafür, wie YouTube drauf ist. So, ja, und mir fällt gerade was direkt Neues auf, was ich gerade gar nicht sehe, das ist ein Novum gerade, irgendwie, schon wieder dieses Wort. Ja, okay, das finde ich eigentlich wieder geil, er hat, glaube ich, vor kurzem so einen Aufruf gestartet, dass ihn jemand, mal Hate-Texte schicken soll, zu Sachen, die er nicht mag, wenn sie eventuell mal irgendwie vorstellt oder vorliest, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich gucke mir gleich das Video an und wenn das jetzt wirklich vorgelesen ist von jemand anderem, ein Hate oder so, dann finde ich das ziemlich geil wieder mal. Oh ja, ja, klar, ist jemand anderes gerade in meinem Video drin? Ja, spiel ruhig dann Spiral Knight Joker. Ja, okay, wenn das jetzt wirklich stimmt, dann ist das nochmal ein ganz positiver Pluspunkt, dass er die Community mit einbezieht, was richtig geil ist. Ja, und das hier, Zensur, das ist natürlich ein bisschen zwiespältig. Jetzt sagen die anderen, ey, was ist denn das da? Ja, er zeigt 3 Minuten, ich sag's mal ganz klar, Uncut steht auch dort. Eine Operation, also wie eine Leiche, nicht eine Operation, nein, wie eine Leiche seziert wird, also es wird niemand gequält oder so, keine Sorge. Ja, jetzt könnten einige Leute denken, Alter, das ist total krank, klar, aber ich finde immer noch, das ist Humor, tut keinen was und ja... Das ist das Geile an diesem... Ach, das ist einfach das Geile an diesem Konzept. Ich kenne sowas gar nicht. Auf YouTube oder auf irgendwelchen anderen Videoportalen, die jetzt nicht ab 18 sind. Bla, okay, das hier ist ab 18. Aber gleichzeitig habe ich das Ganze über YouTube gefunden und es handelt sich jetzt nicht unbedingt um Themen, die irgendwie ins... Ja, ins Horrorschema oder ins perverse Erotik-Thema abdriften. Naja... Egal, genug davon gesprochen. Also, die Seite ist ganz klar zu empfehlen. Also, ihr könnt ihn abonnieren auf YouTube, aber noch viel mehr könntet ihr öfters mal auf der Seite vorbeischneiden. Weil so auf YouTube ist der Kanal jetzt selber, die Videos sind jetzt nicht mehr sehr besonders. Weil jetzt kommen nur noch Previews, kann man erwarten. Also, YouTube ist eher dafür da, dass die nächsten Videos gewerbt, also dass er für die nächsten Videos wirbt. Jetzt habe ich schon mal lange genug darüber gesprochen, gut. Ach, du dickes Affloch. Okay, ich kann das bei weitem nicht so gut wie er. Ja, der letzte im Bunde ein Let's Player. Koma-Punkt. Warum ich ihn gucke, ich weiß es selber nicht so genau. Ich finde erstens die Spiele meistens sehenswert. Er spielt viele Mario-Hacks mit Save-States. Und da ich ein Feind von Save-States bin, ist das schon mal nicht gut. Aber alles andere wie Super Meat Boy oder so ist eigentlich total sehenswert, weil, wie soll ich das jetzt sagen? Ich stehe erstmal auf diese Art von Humor, die jetzt nicht wirklich intelligent ist. So viel gesagt, aber irgendwie ist er total random dann.
oftmals so Phrasen, die er immer wieder wiederholt, so, wenn man es hier schon anguckt, Mr. Slave, Lose End, man denkt sich so, what the fuck, also, es ist eigentlich ein reiner Let's Play-Channel, andererseits kommen dann hin und wieder doch mal Videos, die überhaupt nichts damit zu tun haben und wo man sich fragt, was das denn eigentlich soll, so das Brian Wake-Schema. Dann muss man leider auch sagen, dass er viele Projekte abbricht. Er hat schon viele Projekte, wo man, also meistens sind es die, die total lange gehen, sagen wir so Final Fantasy 12 oder auch Metal Gear Solid, das, wobei das eine liegt auch an Content-ID-Treffern. Und ja, er hat auch viele Videos schon oftmals gelöscht, also oftmals hat er seinen Kanal für neu gestartet, mehr als einmal. Beim letzten Mal war es aber, soweit er gesagt hat, glaube ich, durch Content-ID-Treffern, wodurch er davon nichts kann. Und ich hoffe, oder ich glaube ja, mittlerweile hat sich das gelegt, diese Löschwürdigkeit. Und wenn er jetzt Projekte nicht zu Ende macht, dann macht er sie halt nicht zu Ende. Er spielt halt alles irgendwo rum und irgendwie macht es Spaß zu gucken. Es ist das erste Mal, dass es mir nicht darum geht, ein Let's Play zu Ende zu gucken, ehrlich. Und dann ist es halt auch toll, wie er manchmal ausflippt, muss man sagen. Also es macht Spaß, mal irgendwie zu sehen, wie man sie über die ein oder andere Stelle beschwert. Castle of Doom sei hierbei genannt. Da musste ich auch größtenteils über den Hack lachen, wie man denn sowas einbauen konnte. Ja, also meine Kanalempfehlung ist diesmal Komapunkt. Sicherlich jetzt nicht der professionellste Let's Player, bei weitem nicht, aber auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten. Und das schlägt so viele der richtig guten, also der richtig hoch abonnierten Let's Player um einiges, finde ich. Weil hier fühlt man sich einfach gut unterhalten und kriegt da irgendwie hat der immer ein Video bei, was dir gefällt. Also, auch wenn er jetzt ein Video macht und denkst, na, guck ich nicht. Weißt du, irgendwo ist noch ein Projekt, das guckst du sowieso. Und deswegen habe ich auch schon seit langem immer Komapunkt geguckt. Also, klasse Kanal und so, mach weiter. Ja, und klare Empfehlung, abonniert ihn, wenn er euch zusagt. Bing, bing. So, das war's auch schon mit meiner kleinen Kanalvorstellung. Herr Klein und schon ist gut. Oh, Moment. Das ist hier schon wieder... Ah, ich muss die Werbung wegmachen, Leute. Auch wenn man sie sowieso jetzt schon im Video sehen kann. Ja, ja, okay, es ist jetzt so eines der ersten Videos dieser Machart. Ich habe zwischen den Kanälen immer geschnitten oder Phrasen, die mir gefallen, habe ich nochmal geschnitten. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt einfach mal drauf losgelabert. Ja... Wenn ihr jetzt euch ein paar Kanäle anschaut und euch einer zusagt, könnt ihr mir ruhig sagen, dass ihr das gut findet oder so. Würde mich freuen, wenn ich weiß, dass die Kanäle, die ich auch wirklich so toll finde und die jetzt noch nicht so viele Abonnenten haben, ich bin auch der Meinung, dass jetzt so 3000 Abonnenten oder auch nur 1000 Abonnenten jetzt nicht gerade das Maximum ist, was man mit so einer geilen Idee so raushauen kann. Jedenfalls würde mich mal freuen, wenn ihr mal zurückgibt, ob euch irgendein Kanal gefallen habt. Auch schon 2, 3 Leute sind wichtig, denn wie ihr wisst, viele Abonnenten kriegt man schnell. Aber wirklich gute Abonnenten, die auch ihr Feedback dazu geben, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, wirklich diese Leute, die treu bleiben, die hat man einfach zu selten und auch ich habe davon wohl zu wenig Leute. Trotzdem dennoch, ja klar, schaut einfach mal rein, vielleicht ist was dabei. Sorry für die Länge des Videos und so. Aber naja, man muss halt irgendwie die Leute auch ausführlich beschreiben. Ich habe aber versucht, das Wichtigste wiederzugeben. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt die Erlaubnis bekomme, für manche zu werben. Denn was ihr wissen müsst, ich werde hier erstmal fragen, ob ich überhaupt Werbung machen darf. Ich glaube jetzt kaum, dass ich auf viel Ablehnung stoßen werde. Eher, dass ich vielleicht darauf gar keine Antworten kriege. Hoffe ich mal nicht, weil ich will sowas jetzt ohne irgendwie eine Rückmeldung nicht reintun. Und wenn doch, dann... tue ich es halt kurz rein und wenn was da jemand dagegen hat, dann sagt er halt, nimm's raus, ich habe keinen Bock, dass du so einen Scheiß über mich erzählst oder warum auch immer. Und dann ist gut, dann nehme ich es auch wieder raus. Es war halt nur das, ich wollte einfach mal meine Soße dazugeben, einfach mal, weil ich einfach viel zu wenig Leuten zeigen kann, wie geil auch manche Kanäle sind, außerhalb meines Freundeskreises und so. Also, wie gesehen, Wiedersehen, reingehauen, mach's gut, bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Empfehlungsvideo. Wahrscheinlich noch einige Monate vergehen werden, bis das nächste kommt. Aber man weiß ja nie, was man noch so für Kanäle auf YouTube findet. Von daher, ja, wir sehen uns.